So, einmal kräftig mit dem Kochlöffel. Meine Lieben, es gibt ein Garnelencurry mit einer gebackenen Avocado. Wirklich brutal lecker. Ingwer. Frisch, idealerweise so ein Bio-Ingwer. Ja, der ist so ein bisschen gelber und schmeckt deutlich besser. Zu dem Zitronengras dazu. Dann ein bisschen Knoblauch. Ah, das sind so Monsterzähne. So, also die drei Geschichten plus Kokosraspel. So, so schauen die aus. Und das Ganze kommt in den Topf. So, auf, ein bisschen Gas geben, dass die Kokosraspel vielleicht in den Topf so, oh wow, toll, das geht ruckzuck, dann werden die braun, ruckzuck. Dann alle Ingredients dazu. So, Knoblauch und die restlichen Geschichten. Dann Kokosmilch. Bisschen Sahne noch. Und last but not least eine Currypaste. So, und da könnt ihr, ja, ich habe immer in der Kochschule eine da, so schaut die aus. Die gibt es in extrem scharf und eben in nicht so scharf. Ja. Könnt ihr euch überlegen, was ihr denn da gerne hättet. So. Und das Ganze jetzt einmal aufkochen lassen. Und wenn ihr das Zitronengras, so wie ich das eben gemacht habe, ordentlich klopft, ja, dann kommen diese ätherischen Öle aus dem Zitronengras relativ schnell zum Vorschein. Und dieses Curry schmeckt extrem gut. Ja, ein bisschen Salz noch dazu. Hey, das war's. Aufkochen lassen, dann kommen die Garnelen rein und dann sind wir schon fast fertig. Zu den Avocado. Eine schöne, reife Avocado. Einmal halbieren, zack, aufdrehen. Und jetzt, das kennen wir ja alles, mit dem Löffel hier schön vorsichtig aushöhlen. Und jetzt, pass auf, jetzt machen wir das so. Einmal halbieren. Und jetzt kommt zu der Avocado etwas Ei. Und zu dem Ei Koriander. Freunde, und das Ganze... Oh, scheiße. Gut. Ja. Mensch. Ich komme zu dir. Ja, danke. Zu dem Koriander. Nee, was wollte ich sagen? Egal. Wenn ihr keinen Koriander mögt, dann ist mir das auch egal. So, Ei, Koriander, eine Prise Salz und da kommen jetzt diese schönen Avocado-Hälften rein und werden in dieser Koriander-Ei-Mischung gewendet. Dann das Ganze in Panko-Mehl. Kennt ihr? Ja, asiatisches Paniermehl. Und dieses asiatische Paniermehl ist jetzt nicht nur für die Avocado saumäßig gut, sondern natürlich auch für... Komm, Kameramann, für was ist es noch gut? Ich hab dich aufgepasst. Wie wär's mit Schnitzel? Ja, ich muss filmen. Ja, wie wär's mit Schnitzel? Okay, also okay. Ihr könnt damit auch saumäßig gut Schnitzel panieren. Und das Ganze jetzt in, ja, heißes Öl, ja, so 180 Grad. Rein damit. Und jetzt schön brutzeln. So, einmal hier rüber. Jetzt kommt das Zitronengras raus. Wenn es jetzt ein paar Minuten länger köcheln würde, ja, dann wäre es jetzt kein großes Problem. So, aber ich hole es raus, weil jetzt kommen die Garnelen rein. Es gibt ja ein Garnelencurry. So, und die Garnelen schön vorsichtig jetzt in dieser leckeren Soße garen. Alle Mann zu den Avocado. Hey, Herr Kameramann. Komm, das ist der Wahnsinn. So. Okay, die Garnelen, ein kleines bisschen dauert es noch, ich würde mal sagen, so 2 Minütchen ziehen lassen. Achtung. Oh, das schmeckt gut. Das schmeckt gut. Großen Löffel, jetzt anrichten. Mal her, 2 Komponenten. Einmal so ein schönes Schälchen. Und jetzt hat die Soße natürlich auch, oder das Curry, Konsistenz, ja, weil das Ganze ein bisschen eingekocht ist. Ihr müsst nur darauf achten, dass die Garnelen eben nicht so lang köcheln. So, was habe ich gesagt? 2 Minuten ziehen lassen und dann sind die wirklich top. Dazu die gebackene Avocado und vielleicht kommt da noch ein bisschen Curry drüber.
dass auch jeder weiß, dass wir hier Koriander drin haben. Ein Blättchen Koriander oben drauf. Habt ihr in wenigen Minuten zubereitet. Ja, also Hanses Blitzrezepte. Schön liken, ja. Insta, YouTube, Facebook. Zählt auf euch. Guten Appetit.